auch sehr gut beurteilen und wir kämpfen nach wie vor, auch die Ulrike mit im Landtag, dass wir zumindest jetzt mal die Machbarkeitsstudie für einen Nationalpark bekommen, nächste Woche wieder auf der Tagesordnung im Plenum. Also da sind wir nach wie vor dran. Die Buchenwälder, mein Bärbel hat schon gesagt, sie waren die ersten und es würde Bayern gut anstehen, wenn wir jetzt auch einmal nachziehen hier mit so einem Buchenwald. Die Buchenwälder sind unsere internationale Verantwortung. Denn dieser Lebensraumtyp ist sozusagen der Schwerpunkt in Deutschland und da haben wir eine riesige internationale Verantwortung, der wir endlich gerecht werden sollten. Und ich meine, es wird die Biodiversität, die Erhalt der ganzen Naturvielfalt immer wieder gepredigt, war letztens ein Kabinett wieder mordsmäßig, wo sie gesagt haben, ja, aber wenn man dann anschaut, wo wir also momentan stehen bei der Biodiversitätsstrategie in Bayern, da hat man zwar hehre Ziele, dass man die Zahl der roten Listearten die Hälfte um eine Stufe verbessern möchte. Ich habe dann einmal nachgefragt, was habt ihr denn zur Mitte dieser Periode, wo das läuft, bis 2020 geschafft? Und dann hieß es, bei 8 Arten haben wir eine Verbesserung, bei 7 Arten eine Verschlechterung festgestellt. Es geht um 4.500 Arten, die verbessert werden sollen. Das heißt, in 27.000 Jahren haben wir das Ziel dann erreicht, wenn wir so weitermachen. Das heißt, wir sind also fürchterlich schlecht eigentlich unterwegs, diese CSU-Staatsregierung. Und wie gesagt, ein Nationalpark, zumindest, dass man mal eine Studie hätte hier, dass man auch wirklich sachlich dann diskutieren kann, was der bringt, und zwar nicht nur für die Natur, sondern was er bedeutet. Da soll ja alle abgefragt werden, was bedeutet er für die Holzwirtschaft, was bedeutet er für den Tourismus. All diese Dinge, die also an so einem Nationalpark dranhängen, sollten ja abgefragt werden. Und vielleicht noch eines zum Schluss. Es gab heftige Diskussionen zum Thema Nationalpark Schwarzwald. Das ist, glaube ich, der jüngste Nationalpark, den wir haben. Am 1. Januar ist der sozusagen ausgewiesen worden, offiziell mit sagenhaften Besucherzahlen. Und mittlerweile die CDU, die den vehement bekämpft hat, so wie die CSU hier und allen voran der Eck, das Ganze bekämpft, die haben jetzt weniger als einem halben Jahr bereits erklärt, dass wenn sie wieder an die Macht kämen, auf keinen Fall der Nationalpark wieder wegkäme. Also da ist innerhalb von einem halben Jahr das Umdenken gekommen, wo die gesehen haben, was für eine tolle Sache das ist. Und vielleicht sollten einmal einige von hier aus der Region, gerade die CSUler, dorthin fahren und sich einmal informieren, was für eine gute Sache so ein Nationalpark sein kann. Vielen Dank von meiner Seite.